Hallo, in diesem neuen Video möchte ich einmal ganz konkret mit euch darüber sprechen, welche Weichen ihr jetzt stellen solltet, damit euer Vermögen a. einen globalen Wirtschaftscrash überstehen wird und b. sogar von einem Zuwachs profitiert. Dieses Video ist sozusagen ein kleines Dankeschön von meiner Seite. Ihr habt diesen Kanal in den letzten Wochen und Monaten mit Leben gefüllt und mir vor allen Dingen gezeigt, dass es auch Leute in unserem Land gibt, die noch bei klarem Verstand sind und sich nicht durch die Massenmedien manipulieren lassen. Ja, die Ausgangssituation ist klar. In gut einem Jahr, am 3. November 2020, steht mit der Präsidentschaftswahl in den USA eine richtungsweisende Wahl an. Die Frage, gelingt Donald Trump eine zweite Amtszeit oder muss er seine Posten für den politischen Gegner räumen? Man muss das Datum 3. November eigentlich sehen wie ein Finale. Im Vorfeld oder bis dahin werden wir nämlich einen Schlagabtausch auf unterschiedlichen Ebenen beiwohnen. National, international und auf militärischer Ebene und natürlich auch auf wirtschaftlicher Ebene. Soweit nichts Neues. Aber was braucht Donald Trump, um die Wähler für seine zweite Amtszeit zu gewinnen? Klar, er braucht Erfolge. In einem anderen Video habe ich euch ja das Spannungsverhältnis zwischen China und den USA aufgezeigt. Ich gehe davon aus, dass man im Land des Lächelns alles daran setzen wird, eine zweite Amtszeit von Donald Trump zu verhindern. Donald Trump hat jedoch nicht nur Gegner im Ausland, sondern natürlich auch zu Hause in Form politischer Gegner. Auch diese werden alles daran setzen, Trump schlecht dastehen zu lassen. Wir erwarten also viel Sand im wirtschaftlichen Getriebe und ich denke, wir erleben jetzt gerade den Anfang einer historischen Krise weltweiten Ausmaß. Soweit, so gut. Aber was solltest du jetzt mit deinem Vermögen anstellen und warum? An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Ich kann natürlich nur eine generelle Tendenz in diesem Video aussprechen. Jede Situation ist am Ende individuell zu bewerten und innerhalb jeder Anlageklasse kann es natürlich auch Gelegenheiten geben. Aber fangen wir einmal an. Wie sieht es mit Unternehmensbeteiligungen aus? Wir erwarten aus unterschiedlichen Gründen ein sehr volatiles Jahr 2020. Wir beobachten aber bereits seit ein paar Wochen eine gewisse Kapitalflucht und ein eher moderates Investmentverhalten. Die Börsenwerte vieler Unternehmen stehen schon lange nicht mehr im Einklang mit den realen Werten der jeweiligen Unternehmen. Außerdem ist eine weitere realwirtschaftliche Abkühlung zu erwarten. Ein Blick auf den Dow Jones zeigt auch ganz klar, die Werte stagnieren in den letzten 12 Monaten. Beim DAX sieht es nicht besser aus, eher noch schlechter. Ein neuer großer Trend, der den Wandel bringen könnte, ist nicht in Sicht. Und langfristig investierte Anleger sollten also ernsthaft darüber nachdenken, Gewinne mitzunehmen. Daran ist noch nie jemand gestorben. Und diese in andere Anlageklassen umzuschichten. Blicken wir auf eine weitere Anlageklasse, nämlich Immobilien. Lohnt sich eine Investition in Betongold? Ich spreche jetzt aber ausdrücklich von Immobilien als Investment, nicht von Wohnimmobilien. Wir haben in den letzten Jahren exorbitante Preissteigerungen erlebt und diese sind im Übrigen auch auf die Geldpolitik der EZB zurückzuführen. Aber das nur am Rande. Ich stehe Immobilieninvestments gegenwärtig jedoch sehr, sehr kritisch gegenüber. Klar, Wohnraum ist knapp und die Menschen zahlen vielerorts jeden Preis. Nur wir erleben jedoch gerade einen intensiven Wandel in der Industrie. Arbeitsplätze gehen zu Tausenden verloren oder es droht Kurzarbeit. Ja, und wenn man dann Immobilien besitzt und der Mieter zahlt kurzfristig die Miete nicht, dann ist das auch alles nicht so toll. Ja. Diese Situation wird sich auf kurz oder lang auch auf den Immobilienmarkt bemerkbar machen und ich erwarte eine Korrektur und gehe davon aus, dass Immobilien danach wieder attraktiv werden können. Im Augenblick sind sie es definitiv nicht. Kommen wir nun zu einer weiteren Anlageklasse im Drei-Speichen-Rat, den Rohstoffen und Edelmetallen. Ja, ich weiß, auch die Preise für Gold und Silber sind in den letzten Monaten um mehr als 20% gestiegen, aber dennoch lohnt sich jetzt der Einstieg, denn historisch gesehen sind Gold und Silber nach wie vor extrem unterbewertet, vor allem auch Silber. Ein Investment in Gold und Silber hat im Augenblick die höchste Erwartung auf Wertentwicklung. Die Kurse sind noch lange nicht dort angekommen, wo sie eigentlich stehen sollten. Auch die Goldminen sind relativ noch unterbewertet.
Wenn Aktien in den Keller gehen und die Währung zusammenbricht, dann kannst du mit Gold und Silber immer kaufen. Immer einkaufen, und zwar weltweit. Ich sehe definitiv Gold als echtes Geld an. Und eine Sache ist ganz wichtig dabei. Du haftest mit dieser Anlageklasse nicht für Staatsschulden. Außerdem muss niemand wissen, dass du Edelmetall besitzt. Ich könnte dir jetzt noch sehr viele weitere Vorteile aufzählen, aber dafür reicht die Zeit schlichtweg nicht aus. Und ich habe auch hier schon diverse Videos gemacht. Das Dreispeicherrad ist gerade in voller Bewegung. Und wenn du dir dein Leben als Investor ganz einfach machen möchtest, schaue genau hin, wie es die Hochfinanz macht oder wie sich die Hochfinanz verhält. Wenn du die Strategien selbst nicht umsetzen kannst, dann komm bitte auf mich zu, egal wie groß dein Vermögen ist. Vielleicht stehst du ja gerade auch am Anfang. Eine ausführliche Anleitung erhältst du kostenfrei auf meinem Webinar oder regelmäßig und aktuell mit meinem Experten-Newsletter. Falls dir das heutige Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer über einen Daumen nach oben. Abonniere unbedingt diesen Kanal, bitte mit Glocke. Denn die Investition in Wissen ist noch immer eine der besten Kapitalanlagen. Ja, wie bewertest du den Einfluss der Präsidentschaftswahlen in den USA im nächsten Jahr? Welche Weichen stellst du für dein Vermögen? Bitte schreib es mir in die Kommentare. Ich freue mich über die tolle Impulse von euch. Allein noch einmal danke für über 3000 Abonnenten, alleine in den letzten 4 Wochen. Und die zahlreichen Mails und Gespräche, die ich die letzten 4 Wochen mit einigen von euch führen durfte, genau das inspiriert mich weiterhin für euch aktiv zu sein. Und es macht mir auch riesigen Spaß, diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich sage vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schöne Grüße aus Eichenzell. Alles Gute bei euren Geldanlagen. Bleibt mit eurem Geld sicher. Euer Daniel Sauer.